Lukaschenko fordert humanitären Korridor durch die Europäische Union. Während des Telefongespräches mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Merkel hatte Lukaschenko an die Lösung des Problems der Flüchtlinge erinnert, die alle ihren neuen Wohnsitz in Deutschland nehmen wollen. Nun fordert Lukaschenko die Einrichtung eines humanitären Korridors. Russische Medien informieren, dass die Bundeskanzlerin Merkel angeblich versprochen haben soll, das Thema der Rückführung der Flüchtlinge in ihre Heimat mit den Strukturen der Europäischen Union zu besprechen. Ziel ist die Schaffung eines Korridors Richtung Deutschland. Lukaschenko gab die Anzahl der gegenwärtig in Weißrussland befindlichen Flüchtlinge mit 7.000 an. Davon wollen 2.000 nach Deutschland. Der Rest soll in die Heimat zurückgeführt werden. Leider haben bisher nur 400 Flüchtlinge ihre Bereitschaft erklärt, in die Heimat zurückzukehren. Diese sind, konkret waren es 374 Flüchtlinge, am heutigen Donnerstag mit einem Flugzeug ausgeflogen worden, so die Pressesprecherin des weißrussischen Präsidenten. Unmittelbar an der Grenze in einem improvisierten Lager befinden sich noch rund 2000 Flüchtlinge. 200 bis 500 Flüchtlinge befinden sich direkt am Grenzzaun, irgendwo an anderen Orten. Hierbei handelt es sich um die Flüchtlinge, die bereits auf polnischem Gebiet waren und die die polnischen Grenzschützer mit Gewalt zurückgetrieben haben. Am Mittwoch hatte ein zweites Telefongespräch zwischen Merkel und Lukaschenko stattgefunden. Wiederum wurde bestätigt, dass das Flüchtlingsproblem auf der Ebene Weißrussland-Europäische Union gelöst wird. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel hat im zweiten Telefongespräch humanitäre Hilfe versprochen.